Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Der 22. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Alle neun Spiele in der Zusammenfassung. Ich weiß, dass sich einige die Konferenz mal wieder wünschen. Es wird auch sicherlich mal wieder eine geben, aber das ist momentan zeitlich nicht möglich. Bin momentan ein bisschen unter Stress gesetzt, deswegen schaffe ich leider nicht, die große Konferenz zu machen. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Es kann, wie gesagt, immer noch zu spontanen Ausfällen durch Corona führen, aber irgendwann musste ich hier die Frist setzen mit den Spielen. Ich bedanke mich trotzdem ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und los geht's mit dem Freitagabendspiel Leipzig gegen Köln. Für RB Leipzig gab es am Ende keine Punkte gegen den FC Bayern München, aber man konnte sich über 90 Minuten eigentlich sehr gut präsentieren. Nun zu Gast der 1. FC Köln, die gewannen mit 1:0 gegen den SC Freiburg und grüßen vom 6. Tabellenplatz. Stehen also aktuell vor Leipzig, das wollten die Gastgeber hier aber am Freitagabend natürlich ändern und es ging richtig gut los und richtig schön vor allem. 1:0, Christopher Nkunku aus knapp 11 Metern per Seitfallzieher unten links rein für Marvin Schwebe, nichts mehr zu halten. Starke erste Hälfte von Leipzig, der 1. FC Köln, wir sehen es, steht sehr tief, aber trotzdem komplett konnten sie die Offensive nicht verhindern. Dani Olmo in der 33. Minute mit der nächsten guten Chance, der Ball geht dann aber knapp vorbei. Trotzdem die Viererkette, sie stand beim 1. FC Köln doch durchaus solide, kurz vor der Pause wurden sie dann aber noch einmal beschäftigt mit Christopher Nkunku und André Silva. Der sieht Leimer. Christopher Nkunku. Ein bisschen zu viel Platz. Und dann schlänzt er ihn halt wunderschön und unhaltbar ins rechte Eck. Ein tolles Tor. 2:0 Doppelpack. Nkunku abermals eher der Mann des Spiels bis dato. RB Leipzig ist durchaus von ihm abhängig. Das kann man schon so sagen. Der 1. FC Köln im zweiten Durchgang, aber dann selber etwas aktiver nach vorne. In der 50. Minute ist es dann mal ein Versuch von Anthony Modest, der das auch nicht schlecht macht. Starke Abnahme. Er hatte natürlich gegen den SC Freiburg das entscheidende Tor erzielt. Den hier lässt er stark über den Schlappen rutschen, aber Peter Gulaschi kann sich strecken und den parieren. Von Leipzig kam nun deutlich weniger nach vorne. Der 1. FC Köln war drauf und dran, das 2:1 zu erzielen. Über die rechte Seite. Starke Einzelaktion. Und Skiri, der wieder zurückgekehrt ist, heute auch in der Startaufstellung stand, setzt diesen Schuss aber minimal zu hoch an. Und so verstrich die Zeit. Sie spielte natürlich gegen den 1. FC Köln. RB Leipzig hatte 20 Minuten vor dem Ende dann nochmal eine interessante Freistoßposition. Auch gut reingebracht, direkt vor den Kasten, dass Simakan zwar rankommt, ihn aber nicht mehr richtig drücken kann. Der geht knapp über die Latte rüber. Sollte aber unter dem Strich nichts mehr machen. RB Leipzig gewinnt relativ souverän mit 2:0, auch wenn Köln im zweiten Durchgang besser wurde. Über 90 Minuten hinweg gesehen ist das verdient. Der SC Freiburg hat den 1. FSV Mainz 05 zu Gast. Die Mainzer zwar im Tabellenmittelfeld, aber auch nur 3 Punkte hinter dem SC Freiburg. Und so hatten sie hier auch Ansprüche, ins Spiel zu starten. Und das taten sie auch. Widmer zu Saint-Just. Und es stand 1:0 in der 8. Minute. Das ging doch etwas schneller als erwartet. Und wir sehen Marc Flecken, der bislang eigentlich eine sehr gute, nahezu überragende Saison spielte, steht hier einfach zu weit vor seinem Kasten und verschuldete dadurch dieses 0:1 ein Stück weit mit. Mainz mit einer richtig brutal guten ersten Hälfte. Und Jonathan Burkhardt in der 41. Minute sogar mit dem 0:2. Freiburg kam gar nicht rein, fand hier nicht ins Spiel. Erst kurz vor der Pause das erste Mal etwas nach vorne. Aber auch das, wir sehen es, schlug wieder in die andere Richtung um. Jason Lee zu Onisivo, ganz artistisch. Nimmt den stark mit der Brust runter, dann visiert er da per Seitfallzieher das Tor an und fehlt zwar ein bisschen artistisch, schön war es trotzdem. 2:0 die Gästeführung nach 45 Minuten, sie war vollkommen verdient. Der SC Freiburg
hatte noch gar nicht Fuß fassen können in dieser Partie. Und so sah das auch erstmal im zweiten Durchgang aus. Stach mit dem Ball raus zu Widmer. Wieder Stach mit der Hacke zu Onisivo. Und nach 52 Minuten war dieses Spiel eigentlich entschieden. 0:3. Und die noch so hoch gelobte Verteidigung, Lienhardt, Günther, Schlotterbeck, sie konnte nicht mehr so richtig überzeugen, zumindest nicht in diesem Spiel. Dann kam zum Ende hin zumindest mal nach vorne wieder etwas. Es kam auch zu wenig Entlastung, also das nur auf die Verteidigung der Freiburger abzuwälzen, wäre natürlich zu viel gesagt, aber immerhin jetzt hier kurz vor Schluss nochmal die Annäherung zumindest, das 1:3 zu erzielen. Klappte noch nicht. Zentner mit der Parade, aber Freiburg blieb nochmal dran. Grifo setzt sich mit etwas Glück durch. Eggestein 1:3, da hatten sie es in der 83. Minute. Es kam aber kein großes Aufbäumen mehr. Das war die letzte gefährliche und interessante Aktion. Das Spiel endet mit 1:3. Vollkommen verdient ziehen die Gäste hier als Sieger vom Feld. Freundschaftsduell im Vonovia-Ruhr-Stadion. Der VfL Bochum empfängt den FC Bayern München. Aber ein Freundschaftsspiel würde das hier natürlich auf keinen Fall werden, auch wenn die Bayern 9 Punkte Vorsprung haben. Hier wird niemandem irgendetwas geschenkt. Der FC Bayern, er brauchte eine Weile, um in sein Offensivspiel zu finden. Dann aber der erste Kracher von Joshua Kimmich in der 17. Spielminute aus der zweiten Reihe. Zieht er ab, bekommt ein bisschen zu viel Platz. Aber Riemann wird durch den Außenpfosten gerettet. Riemann, der im Hinspiel 7-mal hinter sich greifen musste. So bitter sollte es heute doch bitte nicht werden aus Bochumer Sicht. Der FC Bayern München aber fuhr nun auf Betriebstemperatur hoch. Joshua Kimmich zu Leroy Sané, der kann sich drehen im 16er und markiert das 1:0. In der 21. Spielminute. So viel Platz hatte er da gar nicht, aber das ging doch alles in allem etwas zu schnell für die Bochumer Defensive. Mit 0:1 ging es erstmal in die Pause. Die Bayern wollten hier nichts anbrennen lassen, machten aber auch nicht mehr als nötig. Serge Gnabry mit der Flanke zu Kingsley Coman, 0:2 in der 50. Minute. Und das deutete dann doch schon wieder alles auf den gewohnten Sieg der Bayern hin. Der VfL Bochum konnte hier einfach nicht mehr viel gegenhalten. So ist es. Müller zu Gnabry nur 3 Minuten später, der dann mit dem 3:0 auch die Entscheidung bereits markierte. Hier wäre ein Comeback komplett ausgeschlossen gewesen, selbst an einem fantastischen Tag der Bochumer. Es kam auch nicht mehr dazu. Der FC Bayern ging nochmal etwas runter vom Gaspedal. Dennoch eine Chance sollte sich ihnen noch bieten. In Persona Leroy Sané, 69. Minute, noch das 0:4. Dann hatten die Bayern aber auch Gnade. Bestimmt auch in Rücksicht auf die nun kommenden Champions League-Spiele. Sie gewinnen mit 4:0. In der Höhe auch absolut verdient. Die Bochumer einfach eine Klasse schlechter heute. Borussia Mönchengladbach ist eigentlich gegen den FC Augsburg zu Hause immer mal für ein paar Tore gut, aber es läuft momentan überhaupt nicht bei der Fohlenelf. Trotzdem, hier sind 3 Punkte natürlich Pflicht und Gladbach spielte auch gut in der Anfangsphase mit Kramer. Embolo quergelegt zu Neuhaus, 12. Minute, das 1:0 für die Gastgeber. Verdient zu diesem Zeitpunkt der FC Augsburg, der zuletzt ja noch Union Berlin schlagen konnte, ist hier erstmal früh im Rückstand. Und sie ließen sich weiter überrollen. Embolo, was für ein Tor, 2:0, 15. Minute. Augsburg hat viele Spieler da um den 16er, im 16er, aber gegen dieses 2:0. Hatten sie keine Lösungen anzubieten. Kurz vor der Pause aber die Fuggerstädter dann auch mal nach vorne. Gregoritsch, André Hahn. Nochmal zu Gregoritsch zurück. Ginter aber schmeißt sich rein in der 45. Spielminute. Und
hielt damit das wichtige 2:0 zur Pause erstmal fest für Borussia Mönchengladbach. Die Anfangsphase, wie gesagt, war richtig stark. Da überrollten sie die Augsburger mit zunehmender Spielzeit, aber wurde der FCA stärker. Aber sie konnten es noch nicht so richtig in Torchancen ummünzen. Auf der anderen Seite, nach 63 Minuten, hatte Gladbach dann doch die Entscheidung auf dem Fuß. Aber Gikiewicz hatte nochmal etwas dagegen. Mit dem Knie wehrt er hier den Ball ab. Der FC Augsburg erstarkte nochmal. Leiner, Ginter, eigentlich sicher. Gregoritsch setzt aber nach. Gregoritsch sieht Niederlechner. Niederlechner. 74. Minute, der Anschluss für den FC Augsburg. Aber er brachte nicht das, was man sich aus Gästesicht noch erhofft hatte. Es blieb beim 2:1. Gladbach verteidigte es gut bis zu Ende und holt sich mal wieder 3 Punkte. Frankfurt schlug den VfL Stuttgart mit 3:2 in einer spektakulären Partie. Der VfL Wolfsburg konnte auch mal wieder gewinnen. 4:1 dort am Ende gegen Greuther Fürth. Vielleicht etwas zu hoch, aber die 3 Punkte, sie waren unter Dach und Fach. Nun war es hier der VfL Wolfsburg, der erstmal überzeugen konnte. Kruse mit dem starken Ball zu Wind, der legt quer. Und wenn einer trifft momentan beim VfL Wolfsburg zuverlässig, dann ist es Asta Franks, der da im 5-Meter-Raum nur noch den Fuß hinhalten muss, das dennoch ganz artistisch macht und zum 1:0 für die Gäste traf. Von Frankfurt lange Zeit nach vorne wenig zu sehen, untypisch für ein Heimspiel. Aber kurz vor der Pause Kostic auf Kamada. Wichtig, dass die beiden wieder auf dem Feld stehen. 1:1 kurz vor dem Seitenwechsel. Ging somit auch vollkommen in Ordnung, dieses Unentschieden nach 45 Minuten, aber wer sollte sich das Ganze jetzt komplett unter den Nagel reißen im zweiten Durchgang? Der VfL Wolfsburg erstmal mit dem besseren Beginn. Das ist Wind. Arnold! Und der Schuss konnte sich schon mal sehen lassen mit seinem schwächeren rechten Fuß. Gut gehalten von Kevin Trapp, der Ball wäre super eingeschlagen. So aber weiterhin 1:1. War im zweiten Durchgang etwas zäher, das Spiel. Der VfL Wolfsburg aber machte es besser. Asta Franks zu Baku im Doppelpass. Spiel Kruse. Naja, mehr oder weniger gefährlich. Artistisch, ja. Aber so richtig roch das auch nicht nach Tor. Wolfsburg war aber dichter dran am Führungstreffer. Wind und Kruse. Kruse nochmal. Ja, meistens war es aus der zweiten Reihe eher gefährlich. Hier nochmal in der 82. Minute war aber auch das letzte Highlight in diesem Spiel. Frankfurt konnte sich nicht mehr wirklich Möglichkeiten erspielen und muss am Ende mit diesem 1:1 leben. Der VfL Wolfsburg spielte gut, aber holt nur einen Punkt. Es war schon extrem bitter für die Spielvereinigung Greuther Fürth beim VfL Wolfsburg mit 4:1 zu verlieren. Unglückliche Gegentore führten am Ende zu einem deutlichen Ergebnis. Nun zu Gast die Hertha aus Berlin und es ist nicht wirklich einfach momentan für Taifun Korkut. Jetzt waren sie hier zum Siegen im Prinzip verdammt und in der 11. Minute starteten sie auch perfekt mit Stefan Jovetic, der sich da um seinen Gegenspieler herumwinden kann und die frühe Führung für den rot gekleideten Gäste erzielen konnte. Und die Hertha hatte auch alles weiterhin im Griff. 30. Minute. Wir sehen hier Linde, der für den zuletzt auch patzenden Burchard heute zwischen den Pfosten stand. Den wehrt er zum Eckstoß ab. Greuther Fürth kam 10 Minuten vor dem Pausenpfiff das erste Mal so richtig gefährlich vors Tor. Seguin, Jeremy Duziak zu Hrgota. Duziak, super Parade von Schwolo und Leveling mit dem Kopfball aus kurzer Distanz. Wird da natürlich unter Druck gesetzt, aber den muss er doch eigentlich machen.
Die Kleeblätter sind mittlerweile doch eigentlich ganz gut in der Bundesliga angekommen, aber vermutlich kommt diese Aufholjagd einfach zu spät. Im zweiten Durchgang hatte die Hertha dann aber auch wieder mehr Spielkontrolle. Und die Chancen, sie wurden weniger. Mittelstädt auf den zweiten Pfosten, Maulida. Erst mit dem Kopfball, danach mit der Hand dran. Den hätte man gut und gerne reinmachen können. Aber Linde ist aufmerksam, verhindert das 0:2. Aber das war tatsächlich schon das letzte Interessante in dieser Partie. Es kam nichts mehr und somit holt sich Hertha mal wieder einen Sieg. Bayern 04 Leverkusen hat am letzten Wochenende den BVB nach allen Regeln der Kunst auseinandergeschraubt. Der VfB Stuttgart ist momentan die genaue Antithese zum Gastgeber aus Leverkusen. Da läuft es überhaupt nicht. Man ist Tabellen 17. hat 4 Punkte Rückstand auf Platz 16. Aber hier startet tatsächlich der Gast besser rein. Er hatte zunächst die besseren Antworten nach vorn. Und bei 04 Leverkusen war gar nicht mehr wiederzuerkennen. Das Spiel gegen den BVB, ja, das zeigte eigentlich die große Qualität. Hier ging sie sogar in Rückstand. 22. Minute. Toller Pass von Silas und Orel Mangala mit dem 0:1. Das ist aber auch dann irgendwie wieder Bayer Leverkusen. Top-Mannschaften nehmen sie wirklich auseinander. Und dann hakt es manchmal daheim gegen Abstiegskandidaten. Robert Andrich, der einen traumhaften Freistoß zuletzt verwandelte. Zumindest mal mit einem Abschluss. Der kommt aber zu mittig, sodass Florian Müller den abwehren kann. Halbzeitergebnis 0:1. Leverkusen arbeitete natürlich daran. Aber der VfB Stuttgart bekam aussichtsreiche Kontersituation. Omar Marmoush, Radetzky mit der Paradeszene noch etwas heiß. Frimpong holt sich den Ball dann von Führig. Aber Stuttgart hatte immer wieder Nadelstiche, bekam immer wieder Möglichkeiten auf 2:0 zu stellen. Das schafften sie aber nicht. Viertelstunde noch auf der Uhr. Demir bei Kopfball von Patrick Schick, starke Parade von Müller, Jonathan Tah, danach dann im Abseits. Aber so Schritt für Schritt kam das 1:1 näher. Aber die Zeit, sie lief eben ab. Auch abgelaufen war sie noch nicht komplett. Diaby. 90. Minute. Genau dann abgelaufen. Und das hätte der Ausgleich sein können. Vielleicht sogar sein müssen. Aus dem folgenden Eckball geschah dann aber in der Nachspielzeit noch diese Kontersituation. Omar Marmoush läuft allen davon. Die Abwehrbereitschaft von Leverkusen mittlerweile auch nicht mehr ganz auf der Höhe. Omar Marmoush mit der endgültigen Entscheidung in der 4. Minute der Nachspielzeit. Und dafür ließ er sich gebührend feiern. Vollkommen zurecht. Ein wahnsinniger Sololauf. Dann die Souveränität im Abschluss vorbei an Radetzky. Tatsächlich holen sich die Schwaben hier den Überraschungssieg am Samstagabend. In Leverkusen gewinnen sie mit 2:0. Diese 3 Punkte können sie wirklich gut gebrauchen. Der 1. FC Union Berlin ließ einen doch etwas Fragen zurück nach der Niederlage beim FC Augsburg. Nun zu Gast der BVB, der auch gebeutelt hier in die alte Försterei hineinkam. Nach dem 5:2 zu Hause gegen Leverkusen mussten sie Wiedergutmachung betreiben. Erling Haaland war wieder dabei, auch Hummels wieder mit auf dem Feld. Es war eine andere Borussia. Die erste Möglichkeit von Andreas Lute, vorerst aber entschärft. Doch man merkte der schwarz-gelben Elf auf jeden Fall an, dass hier irgendwas passieren musste. 16. Minute, nächste gute Chance. Julian Brandt, einer vielleicht der wenigen Lichtblicke gegen Leverkusen beim BVB. Hier mit dem guten Schuss, der dann wiederum aber auch gut gehalten werden konnte.
Dortmund mit einer tollen ersten Halbzeit. Reus legt den Ball nochmal raus. Meunier, Bellingham zu Mo Dahoud. Und wieder Lute. Unter dem Strich muss man sagen, das waren zwar alles gute Möglichkeiten, meistens aber doch aus eher 17, 18 Metern, sodass es noch nicht zwangsweise 0:1 stehen musste. Und das tat es eben auch nicht. Torlos nach der ersten Halbzeit. Dortmund machte aber gut weiter. Das konnte sich schon sehen lassen. Union Berlin ähnlich schwach wie in Augsburg. Bellingham. Wieder Lute. Das wiederholte sich. 10 Minuten da knapp im zweiten Durchgang absolviert. Lute, der mit Abstand beste Berliner an diesem Sonntagnachmittag. Dann dieser Geniestreich aber von Becker und Vogelsammer plötzlich in der gefährlichen Zone. Hummels kann es klären, aber Prömel setzt nach. Möwald, Vogelsammer, Andreas Vogelsammer. Und auch der probiert es dann mal aus etwas größerer Distanz. Und dieser Schuss hatte es in sich, doch Gregor Kobel macht sich ganz lang. Steht hier seinem Gegenüber Andreas Lute in nichts nach. Die offene Schlussphase hätte in beide Richtungen umschwingen können. Der BVB in der 86. Minute. Nochmal mit Haaland. Doch an Lute war einfach kein Vorbeikommen. Es war zum Verzweifeln. Weiterhin 0:0. Und die defensive Anfälligkeit der Dortmunder, sie ist auch Union, durchaus bekannt. Und so kamen sie zu einem Konter. Becker nimmt Christopher Trimmel mit. Genialer Pass zu Andreas Vogelsammer, der aber nicht die Nerven behalten kann. Und den Lucky Punch in der ersten Minute der Nachspielzeit verpasst. Es war kein Abseits. Das wäre der Siegtreffer gewesen. Somit hält Kobel die Null bei Dortmund. Lute die Null bei Union Berlin. Es bleibt ein spannendes Spiel, endet aber ohne Tore. Zum Abschluss des 22. Spieltags empfängt Hoffenheim Arminia Bielefeld. Und Hoffenheim hatte nach der schwachen Niederlage bei Mainz wieder mal etwas zu zeigen. Und sie zeigten es auch. Ging in der 5. Minute mit 1:0 in Führung. Ilas Bebu wird geschickt. Bielefeld lässt sich auskontern. So früh auf des Gegners Platz. Doch schon etwas überraschend. Aber Bielefeld zeigte sich gegen Gladbach auch sehr stabil. Tatsächlich extrem Bundesliga-tauglich. Und so kamen sie auch hier zu Chancen. Okugawa Schöpf nochmal mit dem Versuch. Vogt stellt sich dann rein. Toller Pass hier von Pritel. Okugawa trifft dann nur den Innenpfosten. Das hätte das 1:1 sein können. Hoffenheim wohl dosiert nach vorne, aber es wurde dann immer brenzlig. Baumgartner zu Ilas Bebu 2:0. Halbe Stunde nicht mal von der Uhr. Ärgerlich für die Arminia, die hier wirklich eigentlich auf Augenhöhe spielte, aber in der Defensive diesmal nicht ganz so wach war. Pieper war wieder dabei, spielte mit Nilsson in der Innenverteidigung. Sie konnten die beiden Gegentreffer von Bebu nicht verhindern. Der zweite Durchgang lief schleppend an, dann aber wieder Hoffenheim und natürlich wieder Ilas Bebu. 3:0 in der 71. Minute, das war natürlich die Entscheidung. Bielefeld schaffte es selten mal, sich nach vorne etwas zu erspielen, sodass auch die letzte Möglichkeit den Gastgebern gehörte. Grilic zu Munas Dabur, Bebu, aber 4 Tore sollten es dann doch nicht sein. Und im Anschluss an diese Szene war dann auch Feierabend. Hoffenheim zieht siegreich vom Platz zum Ende des 22. Spieltags. Bebu mit seinen 3 Toren, der Mann des Spiels, holt sich natürlich den Ball. Jo, hier seht ihr die Ergebnisse und die Tabelle, die daraus folgen würde im Überblick. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen.
Lasst auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.